Ich habe den Preis bekommen für meine Dissertation, in der ich das Noether-Theorem angewendet habe auf einem speziellen Bereich der Physik, nämlich die statistische Mechanik. Das Noether-Theorem selbst nutzt Symmetrien aus und kann damit Erhaltungssätze oder exakte Identitäten ableiten. Und eine Symmetrie ist in dem Fall eine kontinuierliche Symmetrie. Das heißt, man hat zum Beispiel einen unendlich langen Stab und wenn man den verschiebt, dann kann man nach dem Verschieben nicht mehr sagen, ob er verschoben worden ist. Deswegen hat er eine Verschiebesymmetrie. Die Identitäten, die ich dann daraus bekommen habe, die finden eine Balance zwischen verschiedenen physikalischen Größen, zum Beispiel Kräften. Und diese sind deswegen nützlich, weil man auf Grundlage von diesen exakten Aussagen eine Theorie aufbauen kann oder weil ganz banal, wenn diese exakten Identitäten verletzt sind, man weiß, dass irgendwas schiefgelaufen ist. Aus den exakten Identitäten, die ich hergeleitet habe, kamen natürlicherweise Kräfte heraus, aber nicht nur Kräfte, sondern auch andere physikalische Größen, die mit diesen Kräften zusammenhängen, sogenannte Kraftkorrelationen oder auch Hyperkräfte. In der Zukunft möchte ich gerne ansehen, wie diese Hyperkräfte bei der physikalischen Beschreibung von Systemen helfen können. Dazu möchte ich in eine Gruppe nach Paris gehen, die sich mit geladenen Systemen beschäftigt, was relevant ist für zum Beispiel Batterien oder auch Nervensysteme. Ich möchte die Hyperkräfte dazu verwenden, die Systeme beschreiben zu können und damit bekannte Phänomene zu erklären.